Moin, was geht? Willkommen zur neuen Star Squadrons Let's Play Folge. Niemand würde so eine Kettenreaktion überleben. Klingt so, als wüsstest du, wovon du redest, Chen. Was ja auch stimmt. Ja, die fliegen ja unterschiedlich hoch, Null. Da ist ein Fenster. Doch schon. Wir können neue Ressourcen da draußen haben. Forschung, Waffen, medizinische Vorräte. Letzter Turm gesichert. Keine Spur von Rebellen. Noch. In diesem Gebiet visiert sie an und scannt sie nach Paradium. Titan 3, ausschwärmen und suchen. Ich scanne einen Frachter. Du auch, Titan 3. So, für den soll ich scannen. Und bei dir? Hallo? Hä? Warum gehst du nicht? Dieser Frachter hat kein Paradium geladen, doch ich erkenne Erschütterungsraketen und schwere Ionenkanonen und Plasmabomben. Was hätten wir auf Endor mit diesen Vorräten alles erreichen können? Ja, hätte. Komm, Titan 3, ich habe einen Plan. Während des Jabez-Angriffs nutzen unsere Truppen Paradium. Sie transportieren alles mit Frachtschattels der Zeta-Klasse. Wenn Ron Paradium hat, hat er vielleicht das Gleiche vor. Mit Paradium haben wir die Rebellen auf Jabez aus ihren Löchern gebombt. Aber es hat die Rebellen nicht aus dem Weg geräumt. Es hat sie eingeäschert. Wo ist der? Wo fliegt der Dude? Warum ist ihm sein Schiff gefühlt so winzig? Was ist denn der Plan? Das ist der Plan, hier einfach doof rumzufliegen, okay. Cool. Sammeln. Ausgezeichnet.
Ding ja genau wie ich immer, das finde ich so nice. Warum sind die so wendig? Gut sind die wendig für Wolverine. Keine weiteren Bomber zu sehen. Das war knapp. Rebellenjäger kommen aus dem Hyperraum. Ich brauche eine Reparatur. Ist das eine Korvette? Oh, von da hinten. So, für Y-Wings fliegen die erschreckend gut. Warum auch immer ein TIE Fighter. Warte, ich bin im Abfangjäger. Wann hab ich mir. Okay. Halt immer grad mal so. Deswegen fliegt er sich auch so gut. Los jetzt. Eskortiert die Frachtshuttles zu Overseer. Crow wird während der Belagerung nichts davon mitbekommen. Hier bin ich. Konzentriert euch auf das Baradium. Wir erledigen die Gruppe von Shuttles. UA-Flüger sind halt die perfekte Konkurrenz für mich. Ich glaube 1000 Meter, ne? Ja. Nein. Ja gut, ne?
scheinen alle zu sein. Falsch gedacht, wo kommen die überhaupt her? Die kommen gefühlt von unserer Seite aus. Wow, ist sehr schnell unterwegs, der Dude. Ich sah halt kurz aus wie ein Dings, Separatisten, die Kaufkreuzer. Wo fliegt der hin? Im Ernst, wo landen diese Dinger? Das Radium gehört uns. Ah! In der Wand also! Wir haben alles, was wir brauchen, um die Rebellenbasis, ihren Starhawk und Lyndon James zu vernichten. Gut. Feinde im Anflug. Oh. Zerstört sie! Shen, übernimm das Kommando mit den Ionenbomben. Wir folgen dir. Ich schalte ihre Schilde aus. Die Fern 3, konzentriere dich auf die Geschütze, sobald die Schilde der Fregatte unten sind. Der Feind hat mich im Visier! Ach, wir haben ja keine Schilde. Hab mich knapp Das war nicht der Plan, dann noch gegenzukommen. Ihr habt das Baradium gesichert und das Depot gegen die Rebellen verteidigt. Mission erfolgreich. Du wolltest Mission als auch unsere, Captain. Titan, dock für sofortige Nachbesprechung an Bord des Depots an. Titan-Staffel kehrt gemeinsam zur Overseer zurück. Wir verlassen das Ravitic-System. Captain, es gibt eine neue Mission. Meine Befehle kommen von weiter oben, Colonel Brown. Ich habe alles, was ich wollte. Trennt die Verbindung zu diesem Schwachkopf. Das wirst du bereuen, Captain. Das verspreche ich dir. Nur in dem Hangar. Und jetzt? Na, ja, was habt ihr zu erzählen? Amos, Graham, ständig haben wir es mit Narren zu tun, die vergessen haben, auf wessen Seite sie stehen. Ja, das kann sein. Deswegen brauchen wir einen neuen imperialen Senat. Jemanden, der diesen Idioten Einhalt gebieten kann. Wir haben einen Krieg zu gewinnen. Offiziere wie Graham brauchen Anweisungen, keine kurze Leine. Es ist gut, vorausschauend zu sein, Sol. Aber vergiss dabei nicht, was um dich herum geschieht. Da wir Zugriff auf das Baradium haben, können wir den Angriff auf die Nadiri-Werft anführen. Wir haben uns im Zarianischen Abyss überrumpeln lassen. Das kommt nicht mehr vor. Fällt was auf, wie einfallslos die TIE Fighter-Pilotenrüstung ist. Eine wichtige militärische Ressource verwandelt. Sie wird einen Plan haben. Was kommt jetzt wohl?
Einsatzbesprechung. Unser Sieg ist zum Greifen nah. Wir wissen, wo sich die Lage befindet. Sind wir eigentlich hier? Das ist Besprechungsraum nur, ne? Wieder bei voller Stärke. Achso, das gibt's ja auf dem Schiff irgendwie. Doch sie werden uns nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Nicht nochmal. Admiral Sloan hat einen Plan, die Vanguard-Staffel und andere Streitkräfte von der Nadiri-Werft wegzulocken. Sie hat der Titan-Staffel befohlen, ihren Teil beizutragen. Und du sollst sie anführen. Für diese Mission zumindest. Ich vertraue Admiral Sloans Urteil. Du hast deine Kompetenz oft genug bewiesen. Aber lass es dir nicht zu Kopf steigen. Es wäre eine Schande, wenn du Colonel Graham endest. Unsere Baradium-Munition gibt uns genug Feuerkraft, um den Starhawk zu vernichten, aber so einfach ist es nicht. Die Nadiri-Werft wird von einer Rebellenflotte von enormer Größe beschützt. Warum reden die von Rebellen immer noch, die Idioten? Admiral Sloans Strategie ist simpel. Wir locken die republikanische Flotte weg von Nadiri, indem wir zeitgleich mehrere Ziele in der ganzen Galaxis angreifen. Unser Ziel ist Mon Cala. Wir haben nicht genug Piloten für eine offene Schlacht, deswegen werdet ihr schnell zuschlagen müssen. Eure Mission ist es, mit mehreren schnellen Angriffen für Chaos zu sorgen. Euer erstes Ziel sind die Tankkapseln. Schaltet danach die Zivilistentransporter aus und alle Sanitätsfregatten, die sie unterstützen. What the fuck, ist mit dir falsch? Die Aufmerksamkeit der Amboss-Staffel erregen, die Mon Cala verteidigt. Zeigt ihnen, was ihr könnt. Titan 3, ich denke, du bist bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Du führst den Angriff an. Fliegen wir mit Bomber? Schlagt schnell und hart zu. Sie verdienen es. Für diese Mission stehen dir ein Teil Jäger, ein Teil Reaper oder ein Teil Abfangjäger zur Verfügung. Such dir was aus. Ja, ich dachte, Bomber müssen nicht so fliegen. So, wir nehmen direkt so ein Schiff. Ja, sind da viele Depots. Verleihen sie die Schiffe. Den Sieg auf Nadiri. Euer erstes Ziel sind die Nachfüllkapseln im Orbit. Feindliche Sternjäger patrouillieren in diesem System. Welche? Und erledigt jeden, der sich einmischt. Legen wir los. Du übernimmst die Führung, 3. Treibstoff keine Schiffe oder Versorgungslinien, nur die Unfall.
Oh, steht da extra Amboss. On Ewing. Es war aber auch One Ewing. Ja, aber an der Stelle beende ich erstmal die Folge, Leute. Wenn sie euch gefallen hat, könnt ihr gerne noch einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr noch nicht Abonnent seid, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr abonniert und die Glocke aktiviert, dann werdet ihr in Zukunft für jedes Video benachrichtigt. Und dann sage ich erstmal bis zum nächsten Video. Tschüss.